Hallo, magst du kurz erzählen, wo wir hier gerade sind? Ja, wir sind hier im Hambacher Forst, im Wald Barrio Anage. Das ist hier hinten. Genau. Und der Hambacher Forst ist einer der letzten Urwälder Deutschlands, die von der Abholzung bedroht sind durch den Tagebau Hambach, also durch den Großkonzern RWE. Ich lebe jetzt ein Jahr im Hambacher Forst und ich fühle mich so, als könnte ich was tun. Also wenn ich hier bin, dann fühle ich mich so, als könnte ich was tun und könnte aktiv sein. Und das ist mir gerade total wichtig. Und vor allem ist es das Zusammenleben auch hier. Also wir leben hier solidarisch zusammen, wir entscheiden nach einem Konsensprinzip und es ist eine ganz andere Art und Weise zusammenzuleben. Und auf der anderen Seite steht natürlich dieser große Konzern und der Braunkohletageabbau und der Klimawandel, der uns auch immer mehr auf die Pelle rückt. Und ich fühle mich so, als könnte ich hier aktiv sein und deswegen bin ich auch immer noch hier. Wir leben in verschiedenen Barrios zusammen. Das ist immer eine Gruppe von Menschen, die sich auch zusammengefunden haben und also man sagt immer, die Barrios passen sich den Menschen an und wir schauen, wie wir uns organisieren und wie wir zusammenleben. Und wenn ein Mensch Lust hat, abends zu kochen, dann wird abends gekocht und dann wird auch oft zusammen gekocht und es wird zusammen in Containern gegangen und ja, und wenn ein Mensch so Hunger hat, dann stehen Lebensmittel immer den Menschen frei zur Verfügung und wir haben hier eine gemeinsame Küche, eine Barrio-Küche und das ist auch ganz oft ein Ort, wo wir uns sehen und wo wir früh zusammen essen und abends zusammen essen und oft zusammensitzen. Ist die Küche dann auf dem Baumhaus auch drauf sozusagen? Ja, unsere Küche ist auf dem Baumhaus. Wir haben eine Küchenplattform mit einer kleinen Küchenzeile und einem Gasherd. Gibt es da halt auch Forderungen, die du hast, die dir wichtig sind politisch? Naja, also in erster Linie Forderungen ist ein voll schwieriges Wort für mich, weil ich finde, wir müssen allgemein daran was ändern, wie wir leben und wie wir konsumieren. Nur weil wir unsere scheiß Wirtschaftsweise nicht auf die Kette kriegen, leiden unglaublich viele Menschen auf der anderen Seite der Welt und wir konsumieren und konsumieren und uns sind die Folgen gar nicht bewusst und wir müssen jetzt schon handeln. Kannst du vielleicht noch mal kurz so ein bisschen aus den letzten 1-2 Jahren die Entwicklung erwähnen, wie die Situation sich entwickelt hat? Naja, also wir haben jetzt seit der letzten großen Räumung bis 2020 einen vorläufigen Rodungsstopp. Das ist für ganz viele Menschen draußen, die irgendwie gerade nicht hier aktiv sind, mag das immer so klingen wie, oh ja, es fallen keine Bäume bis 2020, aber diese Maschinen von RWE da hinten, die laufen halt Tag für Tag und die Pumpen laufen und dem Wald wird das Grundwasser entzogen und ein Rodungsstopp ist halt so, ja okay, es dürfen gerade keine Bäume offensichtlich gefällt werden. Aber es wird halt trotzdem gerodet, also diese Maschinen laufen und das schadet den Bäumen und das schadet dem Wald. Und RWE hat auch keine Vorgabe, wie weit er mit diesen Maschinen an den Wald ran darf. Und es ist für mich trotzdem eine Rodung, auch wenn es nicht offensichtlich ist, dass hier Kettensägen kommen und die Bäume abholzen. Es wird trotzdem gerodet. Und ja, es hat sich unglaublich viel entwickelt. Also ich sehe zumindest, dass nach der letzten Räumung unglaublich viele Menschen einen Blick auf diesen Wald geworfen haben und auf die Thematik Klimawandel und auch auf die Thematik Kapitalismus und einfach einen Systemwandel. Und es ploppt gerade unglaublich viel auf. Ist bei der Räumung eigentlich hier alles zerstört worden? Sprich, musste alles wieder aufgebaut werden? Also von Strukturen in den Bäumen war alles abgeschnitten. Also es gab keine Struktur mehr, die in den Bäumen war. Es gab aber immer Menschen, die in diesem Wald waren. Also der Wald war immer besetzt an sich. Wie lange braucht man, um so ein Baumhaus wieder aufzubauen ungefähr? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt für ein kleineres Baumhaus so um die 3 Monate gebraucht. Es gibt aber auch Menschen, die das viel, viel schneller machen. Und das ist total unterschiedlich. Und wie ist das so mit Solidaritätsstrukturen von außen, also zum Beispiel mit AnwohnerInnen hier in den Dörfern oder so? Ja, also ich, wenn ich duschen fahre, fahre ich bei AnwohnerInnen duschen und es gibt total viel Support. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ihr seid zu spät. So, vor allem von den Menschen, die irgendwie hier in den umliegenden Dörfern gewohnt haben oder auch noch wohnen. Das hört man immer wieder, ihr seid zu spät.
Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die uns unterstützen. Und es gibt vor allem jetzt alle Dörfer bleiben, das Bündnis. Und Menschen, die da für den Erhalt ihrer Heimat kämpfen. Und wo auch Support da ist natürlich in den Wald rein und wo man sich gegenseitig supportet. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber es kommt schon auch viel Zuspruch und viele Menschen sind hier und auch aktiv hier. Also es hat sich was verändert, ganz klar. So die Thematik rückt immer mehr in den Vordergrund und es ist notwendig, dass das irgendwie passiert. Und natürlich hat sowohl Ende Gelände auch, als auch Friday for Future irgendwie eine riesen mediale Aufmerksamkeit. Und natürlich ist es immer wieder verknüpft auch mit dem Wald hier. Und es wird immer wieder auch per Twitter weitergegeben, Solidarität mit Hambach und Solidarität mit Friday for Future von unserer Seite. Und so ist man schon vernetzt miteinander. Und natürlich bringt es uns auch irgendwie mediale Aufmerksamkeit und die ist auch wichtig. Und es ist cool, dass sie da ist. Und ich glaube, das ist genau notwendig, gerade dass diese Klimabewegungen halt einfach vielfältiger werden und mehr werden und wir uns irgendwie zusammen organisieren. In erster Linie ist es mir einfach wichtig, dass Menschen erkennen, dass so wie wir gerade leben, diese Welt einfach voll gegen den Kahn gefahren wird. Wir müssen die Notbremse ziehen und wir müssen versuchen, uns selber und anders zu organisieren. Ich glaube, sonst haben wir einfach die Chance nicht mehr. Wir haben nicht mehr die Entscheidung darüber, irgendwie, wie halten wir den Klimawandel auf, sondern wir sind mitten im Klimawandel und wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Ja, ich würde mir wünschen, dass Menschen wieder die eigene Entscheidung über ihre Ressourcen, über ihre Lebensmittel, über ihre Wohnräume, einfach wieder eigene Entscheidungen über ihr Leben fällen können, dass wir uns anders organisieren. Und für mich fängt es dabei an, dass wir in Kleingruppen anfangen, uns zu organisieren und schauen, wie leben wir zusammen und über unsere eigenen Ressourcen eben Entscheidungsfähigkeit haben. Und wie gefällt dir persönlich das Leben hier im Wald? Also ich vermisse, glaube ich, nichts. Ich glaube, dass es ein ganz klar auch ein Ort ist, wo ich immer wieder schauen muss, wie steht es gerade mit meinen Kraftreserven und wie geht es mir gerade damit, dass ich auch irgendwie auf diesem politischen Schlachtfeld gerade lebe. Und es ist nun mal auch irgendwo ein Ort des Krieges gerade, so bezeichne ich das immer. Und das ist schwierig für mich, persönlich manchmal. Und trotzdem vermisse ich irgendwie an der staatlichen Organisation da draußen nichts. Also ich weiß, dass es mir so besser geht und dass hier eben ganz andere Werte sind und dass ich mich ganz anders organisieren kann. Und das tut mir gut und ich kann mir auch nicht vorstellen irgendwie, also ich habe dieses Leben ja so gewählt und ich wähle das gerade auch, dass ich irgendwie an diesem Ort bin und ich kann mir auch nicht vorstellen, zurückzugehen.